Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei wieder der Kilo 158. Er hat das Ganze hier verzapft, die Übersetzung sozusagen. Ich begrüße ihn. Hey, was geht? Was geht ab? Und jetzt haben wir den Augapfel Draculas das letzte Mal ja voll mitgenommen, ne? Und deswegen. Okay. Deswegen. Warum ist der jetzt wieder da? So ein Arsch. Das ist ein normaler Gegner. Ich hätte auch einfach an den vorbeirennen können. Weiß ich nicht. Aber da hättest du den Gold rein, da hättest du den goldenen Dasher reinbekommen. Ja, das stimmt. Der goldene Snatcher. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Stadt, wo wir damals angefangen haben. Der goldene Schnatz. Du verstehst? You got it? You got it? Ja. Wir gehen jetzt zu der Stadt zurück, wo wir. Ja. Back to the roots, sozusagen. Ja, back to the roots. Und in dieser Hauptstadt da, in dieser Stadt von Alba. Ich muss jetzt hier die ganzen Herzen mitnehmen. Da haben jetzt die ganzen. Da ist unsere heutige Aufgabe, die ganzen Dialoge zu checken. Und dann haben wir wieder ein paar gefüllt, yes. Oh, geilo. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den nicht vielleicht doch schon gecheckt haben. Oh, hier hast du gesehen, wie ich den da reingedrückt habe. Voll. Das ist doch ein leichtes... Ah, scheiße, ich bin zu dumm zum Kackes machen. Echt? Darf man nicht mehr so oft sterben, ich weiß. Hm? Du darfst nicht mehr so oft sterben, weil... Wir haben nur noch ein Leben, ich weiß. Du musst langsam mal Leben wieder ranholen. Hattest du nicht hier von einer Abkürzung vorhin gesprochen? Ja, ja, ganz oben links. Hier lang? Ja, immer hoch und links bleiben. Immer oben links. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Ne, hier geht's nicht raus. Schau. So, ich check mal, ob wir die ganzen Dialoge schon durch hatten. Hm? Mach das mal. Ich mach's einfach alle platt, ist mir scheißegal, ja. Hä? Was denn? Na, das kann nicht sein. Wir haben ja der letzte Part, den wir rausgegangen haben, war der 5. Dann habe ich den noch nicht released, den 6. Part. Mist, jetzt muss ich den 6 reingucken. Eieieieieiei. Warte, hier kommt das nochmal ein Enemy. Enemy! Enemy spotted. Oh, komm jetzt hier runter, du Affenhirn. Hier bin ich. Arsch. Endlich. Zack, jetzt, ja genau, jetzt nach rechts raus. Ne, rechts. Ne, ich kann rechts raus, das ist unsichtbar. Blum. Unglaublich. Geil, ne? Ist absolut inkredibel. Inkredibel. Jetzt einmal noch unten links. Unten links, nicht rechts. Soll ich die Treppen runter? Oh, hä? Oder kann ich hier was aufspringen? Einmal runter, ne, jetzt musst du wirklich den Weg so nehmen. Scheiße. Ich weiß, aber. Ist halt so, wie es ist und so. Ein paar Herzen mitnehmen, weißt du, die sind echt wichtig in diesem Spiel. Ja, absolut. Nee. Knack, knack. Was ist denn jetzt hier los? Was? Die 5 war der letzte. Nein, die 5 war der letzte. Hey, was hast denn du für mitgemacht? Ja, du hast doch Zugriff auf alle Videos. Ja, aber ich bin gerade drin. Wenn 5 der letzte war, da haben wir ganz anders angefangen. Der letzte ist die Nummer 6. Hey, die habe ich dann bloß noch nicht released, die Nummer 6. Ja, ich weiß, ich bin aber dein Dingsmanager gerade. Videomanager. Oder such einfach mal nach Kastler. Ja, hab ich. Ich gucke jetzt mal Aktien. Nee, Quatsch. Oh. So, Videos, genau. Kastler. Fuck you! Fuck you! Oh, ey, willst du mich verarschen? Bist jetzt gestorben, oder was? Das musst du dir in der Aufnahme dann angucken, einfach mal. Oh, ist das Arschfick, ey. Jetzt mal den ganzen Spacko-Weg hier. Boah. Weil du gestorben bist, oder was? Ja, weil ich geladen habe gleich danach. Da war ein Loch in der Decke und ich hab's nicht gerallt. Nee. So ein Kack jetzt, ey. Hier ist nur Castlevania 5, der letzte. Du hast keine 6. Doch. Hab ich. Ich glaube, ich habe die nämlich sogar aus Versehen zweimal hochgeladen. Ja, jetzt ist er gar nicht mehr drin. Ich habe doch gerade gesehen. Ah, Zweckenflachs. Du kannst bloß nicht gucken. Ich gucke doch. Ich gucke. Ich habe Videos und da habe ich gesucht, auch Kessel und Dings. Der letzte ist definitiv drin. Natürlich. Na, ich habe doch die 6 selber schon angeguckt auf YouTube. Na klar. Natürlich. Die 5 hast du angeguckt? Nein, ja, die auch. Oh! Das ist der, das Grüne. Ach, ich sehe, du hast es ganz anders benannt, deswegen. Naja, ich kann doch keine Leerzeichen in Dateien annehmen, ich bin doch nicht blöd. Nee, du hast ihn ganz anders genannt. Ich will jetzt nicht sagen, wie, aber du hast ihn anders benannt. Wie habe ich den denn genannt?
Castlevania 2, 6 Dice-Effekte. Dice-Effekte. Dice? Dice. Okay. Deswegen wollte ich es jetzt nicht unbedingt. Oh ne, jetzt willst du es. Dice-Effekte. Hey, das soll doch eigentlich krasser heißen, nicht Dice. Was Dice-Effekte gemacht? Lol. Dice-Effekte. Ey, wir brauchen jetzt hier einen ganzen Part schon wieder, um die scheiße Kacke-Mist zu machen, ja. Oh, ja, verfatzt euch doch mal, ihr kleinen Arschfick-Dämonen, Junge. Ich kack euch in den Hals, Junge. Echt? Und, nee, genau. Ja, egal. Also, wir haben die Dorfbewohner so, glaube ich, ein bisschen angeguckt, ja. Du hast recht, wir hatten die Stadt schon ganz schön abgekreuzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Kann ja, das ich sein? Ich seh's grad. Wir hatten es getan. Aber nur zwei Menschen. Ich weiß gar nicht. Wir haben es getan. Hey, ich hab das Buch ein zweites Mal freigelegt. Was? Ja. Wie? Zweimal. Das geht nur nicht. Doch. Das war gerade nochmal da. Nein, das kann nicht sein. Dann haben wir irgendwie mal was geladen und... Nein, das kann nicht sein. Eben drum. Dann müssen wir irgendwie was verladen haben. Verladen. Nee, wir haben nie im Leben die ganzen... angehört. Das kann nicht sein. Nee, oder? Das habe ich nämlich auch nicht das Gefühl. Wir haben zwei Dreier angehört. Das ist also nicht so schlimm, wenn wir da ruhig nochmal... Nochmal drüber gucken durch die Stadt. Mal drüber gucken, ja, weil wir haben hier dann gelabert. Nee, wir gucken da. Wir haben da bloß die zwei da oben angeguckt. Um den Kristall zu tauschen. Na gut, dann haben wir das auch geklärt, ne? Wissen wir Bescheid, ne? Ja. So, pass auf, ich speichere jetzt. Jetzt gucken wir wieder zu, ja? Wie ich das jetzt hier premiummäßig löse. Premium. Ja? So. Ja, mach mal Premium hier. Dann bin ich hier runtergefallen. Hier an dieser Stelle. Bist du denn blöd? Wieso sind da unsichtbar? Tja. Gleich mal checken. Das habe ich mich auch gefragt in dem Moment. Was ist denn das? Ach, Tatsache, das ist genau vom Ausgang. Na. War geil, oder? Ja. So, jetzt gehen wir zum Meister Opa. Meister Splinter. Ja. Toll, genau beim Ende bist du da runter. Ja. Weil ich halt super geilo bin. So. Ich bringe dich an eine Glass Old Man. Ja, jetzt dürfen wir das Herz da drunter stellen. Nicht verwenden. Oh. Hast du das gesehen? Der ist mir auf den Kopf gesprungen. Ich habe trotzdem keinen Schaden bekommen. Der ist ja, ne? Cool. Das hätte ich auch anders erwartet jetzt. Ne? So, was jetzt, wenn ich mit dem wieder zurückfahre? Ja, genau, da müssen wir hin. Du hast nicht Herz eingewählt, ne? Nee. Gut. Hui. Dann dürftest du jetzt auch in der Stadt. Ja, in der Stadt kommen, genau. Da müssen wir hin und da tun wir jetzt alle Dialoge checken und dann haben wir es schon geschafft. So Leute, herzlich willkommen zurück zu dieser Stadt. Ja, zu der ultimativen. Ah, das ist der Typ, mit dem ich getauscht habe. Genau. Das sind nämlich die Grauen, ich habe mal nachgeguckt, die Grauen, das sind nämlich Perlenhändler oder so in der Art. Raritätenhändler. Raritäten. Genau, mit denen hast du was gemacht und hier sind aber ein Haufen Weiber, Chicks und so, weißt du, die wollen dir angebumst werden. Verstehe. Unglaublich. Lebe länger durch die Seitentasche des Totengrabes, Gräbers, Junge. Des Totengräbers. Des Totengrabes, Junge. Das ist ja extra, das habe ich extra reingehackt, also bitte. Okay, alles klar, hast du reingehackt. Dann beachte das bitte auch. Alles klar. Totengräber. Die Seitentasche, die haben wir ja noch drin. Okay, warte, hier ist noch ein Chica. Chica, Chica. Chica, Chica. Ich habe auf einen schönen Mann wie dich gewartet. Mhm. Sagte die Frau. Ein schöner Mann. Der muss doch übelst die Mega-Narben haben nach dem Kampf mit Dracula runter. Und dem Toten. So, runter? Ja, einmal runter, das ist noch eine Chica. Oh ja, Chica, Chica. Warte, die kriegt jetzt eine coole Doppelstimme. Ich hoffe, jetzt geht es dir gut. Yeah, oh, ich geht's jetzt richtig jetzt geil, oh Junge. Und oh, vergessen, das Effektgerät auszumachen. Jetzt noch oben. Oben, hoch. In die Höhe, mein Freund. Und dann rechts. Hoch hinauf. Rechts. Right, kann man hier nicht irgendwie die Sonic Boots anziehen oder so, dass man ein bisschen schneller läuft? Das wäre natürlich sehr nice, aber... Nie und dann wieder nach zweimal nach oben und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Bitches. Bitches, yo. Bitches. And fellas. Gut, zweimal nach oben. 1, 2, 3, 4. Und zwei Eingänge. Einmal eine Kirche. Einmal nichts weiter. Grabe in Deborah's Cliff und ein Loch erscheint. Mama und Papas. Da ist die Kirche, genau. Wo muss man aufladen? Was? Die Bodley Villa bringt Tipps zu Draculas Rätsel.
Birgt. Birgt zu Draculas Rätsel. Warte, die muss ich auch noch so machen. Ich sehe dich um Mitternacht am Flussufer. Das kommt mit mein Kleiner. Ja, jetzt gehst du mal da rein, jetzt, ja, genau. Okay, jetzt ist ja ein Dings. Ne, ganz right, ganz rechts. Ganz right. Ne, doch. Ja, ne. Stopp. Ich hab's gefunden. Ach, das war das da unten. Ja. Und die Opas, das sind übrigens Zigeuner. Ja, immer, immer, alles Zigeuner. Jeder Opa, den wir auf der Straße trifft, ist auch Zigeuner, eindeutig. Alles Zigeuner. Du Knoblauch? Das ist schon wieder? Nö, hab ich doch. Haben wir noch, ne. Nö, hier, guck mal, ich hab hier noch meinen Sack. Ne, mein Sack Knoblauch ist weg. Ne, doch, ich hab noch einen Knoblauch, der reicht doch. Ja, reicht. Ist immer voll cool. Was ist los, Finn? Nam. Was? Ja, weiter. Da gibt's noch eine Tür weiter rechts. Eine Door. Open the door, ich hab mich eingeglitscht. Eingeglitscht. Ich hab mich eingeglitscht. Ach, hier ist der. Ach, hallo, Mann. Du hast dich vor Lachen eingeglitscht. Ja. Das ist wie bei Findet Nemo. Ich hab mich eingetintet. Ich hab mich eingeglitscht. Ruh dich etwas aus, Mann. Gepennen, Alter. Sei der Penner. Mach mal einen auf Penner, Alter. Chica Chica, Chuka Chuka. So, und dann haben wir noch weiter rechts auch noch, glaub ich, mit dir, oder? Ne. Dann oben da unten. Runter. Drei Treppen runter. Drei Treppen runter? Ja. Oh, Mary hat geschrieben. Yeah, ist bereit, ja. Are you fucking ready? So, warte, zwei Treppen. Die dritte Treppe, da ist tatsächlich eine Tür. Die habe ich völlig übersehen, weil die Türen ja aussehen wie Fenster. Ja, nein, das sind keine Fenster. Und jetzt aber rechts. Oh ja. Ja, fucking. You got fucking right. Noch ein Zigarren-Opa. Hallo, Opa hier. Möchtest du Lorbeeren? Haben wir auch schon. Wir haben auch. Wir haben noch eine Lorbeere. Ich bin 10 Minuten fit, hat sie gesagt. Wow. Weil dann nehme ich nämlich endlich Secret of Mana 2 weiter auf, Leute. Aber das wisst ihr dann wahrscheinlich schon längst, wenn diese Folge hier läuft. Weil Secret of Mana wahrscheinlich früher released wird. Yay. Als diese Folge. Nehme ich einfach mal so stark an. Und jetzt gehen wir hier links raus. Aus warum links? Stadt. Ich wollte das nach rechts. Nein, wieso? Du hast doch gesagt, wir wollen zur ersten Stadt zurück. Ach nein, okay. Oh, was für eine bittere, grausame Nacht, Mama. Nein, wir sollen sterben. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Warte, wir skippen mal schnell die Night. The Night. Do you feel the rhythm of the night? Everything's alright. Ich mix zwei Lieder zusammen aus den 90ern. Das ist voll cool. So geil bist du. Jetzt gehen wir noch links. Und dann überlegen wir uns mal kurz, ob wir den Part beenden? An zeitmäßig? 13 Minuten. Grob. Ja gut, dann, ganz grob. Ja, dann weiß ich, wo wir hingehen. Ja, wir gucken jetzt hier ein bisschen weiter. Schleimos! Ja, Schleimomatico. Oh, hier könnt ihr übelst cool springen, ey. Das sind voll die Typis, ey. Du bist runter. Halt. Ja. Hatscha. So, jetzt noch ein. Nee, ich da! Pass auf, hier sind Predators. Ja, die sind schwerer, muss ich abbringen. Ding. Also, ist der Tag, ne? Nee, du musst runter. Nee, runter. Damit ich weiß ja, wo wir die Aufnahme enden. Ich mache nämlich am Ende des Ganges. Ha. Noch weiter runter? Ja klar, immer tiefer. Ey, guck mal, ich bin ja durchgefallen. Oh nein, jetzt brauche ich ja Lorbeeren. Stopp. Hä? Nee, du brauchst ja keine Lorbeeren. Geh wieder hoch. Ich hab irgendwie gefehlt, warte, glaube ich. Ach nee, halt. Hier sind ja Löcher. Da ist ein Loch. Nee, ich hab nicht gefehlt. Nein, du musst runter. Ich hab nicht gefehlt. Lorbeeren, ja, passt schon. Du kannst auch überhüpfen, theoretisch. Und musst bloß aufpassen, es sind Löcher und Boden. Ja, das ist kein Problem, das krieg ich gebaten. Gebaten. Nee, du musst... Act the baiten. Genau. Ich kann aber sagen, wo die Löcher sind. Aha. Da kann ich drauf landen. Hui! Genau, zwei. Jetzt hast du unten hier zwei hast du frei und dann hast du zwei Löcher. Also zwei kannst du machen. Und dann hast du zwei Löcher jetzt, genau. Also ja, das sind Löcher? Das war's. Ja, das sind Löcher. Ich save trotzdem nochmal. Und weiter. You never know. Yes, und dann gehen wir bis zum Ende und dann haben wir, glaube ich, unsere. Ja, warte, ich muss das mit die arschgefickten Hände ja kaputt machen. Arschgefickten Hände? Nein, die waren im Arsch gefickt. Ja. Und dann brauchen wir unseren letzten Knoblauch, aber erst später. Knoblauch. Oh, brauchen die viel Energy? Oh. Ja, pass auf, Mann, du hast ein Schild, Mann. Nutze es doch. Nutze dein Schild weise.
Nütze dein Schild, deine Rinde. Guck mal, das da hinten, der Grabstein sieht so ein bisschen aus wie ein Elefantenarsch. Ja, der jetzt hier, wo ich mit der Peitsche drauf hau. Ja, ich weiß ja. Ich peitsche den Elefantenarsch. Bam. Also ich sehe da sofort einen Grabstein, aber okay. Ja, du hast nicht so viel Fantasie wie ich. Ja, definitiv. Genitiv. Genitiv. Aber Genitiv. Genitaltiv. Das ist so ein Spruch aus dem Limbo-Bereich, Genitiv. So, was machen wir jetzt? Was denkst du? Ich würde sagen, wir benutzen hier erstmal ein Weihwasser. Nee, erstmal saven, genau, richtig. Gute Idee. Ja, ganz einfach, wir beenden hier den Part. Nein, wir nehmen noch den Knoblauch und dann beenden wir. Wo ungefähr? Ist egal wo, ne? Nee, ist nicht egal, weiß ich nicht. Ja, da so gut stehst, ja. Guten Tag, Herr Zigeuner mit Knoblauch. Was hast du für uns? Nimm heißt das. Nimm diese Seidentasche. Nicht nehmen. Nehme diese Seidentasche. Nimm. Sicher? Oder du schreibst, nehme er diese Seitentasche. Nein, dann nehme ich nee. Mal kurz. Ansonsten heißt es nimm. 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 Ja gut, wir haben eh. Wie viele Minuten haben wir aufgenommen? Genug. Ja, dann haben wir hier. Ein Cut. Ja. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sackknoblauch Castlevania 2. Simon's Quest auf dem NES. Das sieht wirklich aus wie so ein Sack. Gar nicht wahr. Klar, das ist voll der Mega-Hoden. Da guck. Okay, Leute, wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Sag Tschüss, Mann. Tschüss. Tschüss, Mann.